habe ich tatsächlich geschrieben, als ich im ersten Semester war und noch komplett naiv und motiviert und begeistert war und unbedingt in dieses Mathestudium starten wollte. Es war aber halt leider so, dass niemand meiner Freunde und Freundinnen verstanden hat, warum ich denn jetzt ausgerechnet Mathe studieren möchte. So, es hieß immer so, Mathematik, das ist doch total trocken und langweilig. So, warum will man denn Mathe studieren? So, meine Eltern wollten immer, dass ich Künstlerin werde. Das ist auch eher ungewöhnlich und haben sich dann halt auch immer dementsprechend gewundert. Und auf der Grundlage ist dann dieser Text hier entstanden. Ah ja, und das kann ich auch noch sagen. Das hier ist eines der Bücher übrigens, von denen gesprochen wurde, in denen ich veröffentlicht wurde. Ist auch schon älter. Okay. Meine Mutter hat immer gesagt, im Mathematikstudium lernt man, wie man Besserwisser wird. Und du weißt, schon früher wurde dir immer das Pausenbrot geklaut. Als ich im ersten Semester war, antwortete ich, nee, wir beschäftigen uns mit der Limesbetrachtung iterativ definierter additiver Funktionale auf vollständigen Vektorräumen. Sie sagte, Opfer. Ich sagte, Manno. Sie fragte dann, wozu man das brauche und was man damit macht. Ich sagte, weil man es kann. Deshalb macht man es, aus Neugier. Sie sagte, aha. Seitdem haben wir nicht mehr miteinander geredet. An Feiertagen muss ich mich verkleiden, um nicht von den Verwandten erkannt zu werden. Sie erzählt dann, dass ich ausgewandert bin, um Baby-Nilpferde in Uganda zu retten. Alle sagen dann, wie selbstlos ich bin und wie stolz sie auf mich sind. Seitdem finde ich Feiertage nur noch so mittel. An meinem Geburtstag brachte ich zu meinem Analysis-Tutorium einen Kuchen mit. 20 Mitstudenten und Studentinnen saßen bereits im Raum, als ich reinkam. 10 gratulierten mir mit einem Nuscheln und schauten dabei auf ihre Schuhe. Ein Extrovertierter schaute auf meine. Ich erhielt starke Kritik dafür, dass ich den Kuchen nicht zuvor in Stücke schnitt und dass das Volumen überhaupt nicht durch die Teilnehmerzahl zu teilen sei. Nach 2 Stunden nahm ich das volle Blech wieder mit nach Hause. Jetzt sagte auch mein Vater Opfer. In den nächsten Minuten saß ich in meinem Zimmer und zählte Kalorien, bis der Kuchen in mir verschwunden war. Ich errechnete, dass ich schon nächste Woche 10 Kilogramm schwerer sein würde, wenn die nächsten Tage ähnlich verlaufen. Kuchen gleich Glück klappt nicht, wenn man dabei nachdenkt. Ich Opfer, denke ich, und male melancholisch ein paar Loser-Els in ein Koordinatensystem. Ich wollte doch nur eine Detektivin sein. So ein krasser Mensch mit Hut und Mantel, der leidenschaftlich versucht, Dingen auf den Grund zu gehen und nach getaner Arbeit quod erat demonstrandum vermerkt. Ich wollte logische Zusammenhänge verstehen und aneinander puzzeln. Denn Puzzeln ist schon fast so cool wie Lego bauen. Und wer könnte schon behaupten, das wäre sein Beruf? Ich wollte die krasseste Kante der Coolness-Pyramide erklimmen, kinoreif zur Spitze springen und fragen: Wisst ihr, wieso ich so schnell hier raufgekommen bin? Ich bin die Hypotenuse gerannt. Und dann würden alle A's und O's mit ihren Mündern formen, weil sie so geflasht wären. Und ich würde sagen, Bäm. Und in der Ferne würden Luftballons zum Himmel steigen und ein Streichorchester spielen. Und ich würde sagen, Freunde, lasst mich in die Zukunft sehen. In exakt 2 Minuten werden die Ballons 5 Meter weiter geflogen sein. Und dann würden mich alle beneiden und mir ihre Pausenbrote schenken. Und ich würde meinen Enkeln sagen, dass sie niemals hungern müssen, weil ich so ein heftiger Sherlock Holmes war. Und das ergibt doch auch Sinn. Ob ich nun frage, warum ich Sterne am Himmel sehen kann oder wieso überhaupt die reellen Zahlen existieren. Ob ich frage, wie das Herz Blut durch die Adern pumpt oder wieso ich mit Pi einen Kreis berechnen kann. Und wie das geht, dass diese Zahl unendlich viele Nachkommastellen hat. Ob ich frage, wo die Babys herkommen, was der Sinn des Lebens ist oder warum ich etwas Dreidimensionales auf eine Fläche abbilden kann. Es gibt so unfassbare Dinge. Man kann eine Konstruktion einer Menge angeben, die größer ist als unser Universum, auf einem 196.883-dimensionalen Raum. Und sie wird Monster genannt, einfach weil sie so groß ist. Man kann durch eine Funktion einen Donut zu einer Tasse machen, als wäre man der mächtigste Magier. Und das finde ich einfach furchtbar cool. Ich wartete auf meinen Immatrikulationsbescheid wie manche auf einen Brief aus Hogwarts. Ich sage nicht Heureka, ich sage Simsalabim. Und ich glaube, in jedem Menschen steckt ein kleiner Detektiv mit Hut.
Nur andere Detektive finden eben andere Fragen gut. Das ist so ein bisschen wie Ostern. Ich suche nur nach den Nougat-Eiern, weil ich eben gerne Nougat mag. Andere suchen nach Marzipan, weil sie gerne Marzipan mögen. Das heißt aber nicht, dass Nougat besser ist als Marzipan oder Marzipan besser als Nougat. Viele haben eine Nussallergie. Manche sind sogar Diabetiker. Und vielleicht mag auch einfach ich die Fragen am liebsten, deren Antwort man kaum noch anzweifeln kann, wenn man sie einst fand. Einfach, weil mein Detektiv vielleicht aussieht wie ein kleines Mädchen, was gerne Lego mag und sonst eh niemals ernst genommen werden würde. Adorno hat mal geschrieben, die fast unlösbare Aufgabe besteht darin, weder von der Macht der anderen noch von der eigenen Ohnmacht sich dumm machen zu lassen. Und deshalb sollte ja jeder den Fragen nachforschen, die seiner Geschmacksrichtung entsprechen, egal wie außergewöhnlich und wie er sie ist. Und deshalb, Mutter, wenn du meinst, ich bin ein Opfer, selber.